Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Pumping Simulator. So, ich habe das jetzt mal selber noch fertig gemacht. Das hat mich nämlich geärgert hier mit dem Platzieren. Aber ich habe das jetzt einfach mal so gemacht. Hat mir jetzt persönlich ganz gut gefallen. Hier im Eingang habe ich es dann hier nochmal abgerundet, auch wenn die trotzdem noch drüber fahren. Aber trotzdem, es passt mir jetzt so ganz gut. So, heute möchte ich mich eigentlich um die Tankstelle gar nicht mehr kümmern. Wir haben knappe 175.000 in der Kasse. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt halt einmal hier reingehe, haben wir 180. Okay. Ja, das ist gut. Immer her damit mit dem Geld. So, ich möchte nämlich mit euch heute mal in die Ecke laufen, wo der Ölturm steht, weil ich den und der Flughafen genau. Also die zwei Sachen würde ich gerne mal machen. Deswegen laufe ich jetzt halt einfach mal in die Richtung. Das möchte ich im Grunde heute auch als Abschluss machen. Also Haus möchte ich vielleicht noch ausbauen, weil es mich mal ganz kurz interessiert. Und das war es dann eigentlich schon. Ich glaube, sehr viel mehr kann man jetzt halt wirklich nicht mehr machen. Also kann man schon, aber reizt mich jetzt ehrlich gesagt dann auch nicht mehr. Machen wir erst mal den Flughafen, wenn wir jetzt schon da sind. Ne? Das Geld müssten wir haben. So, bitte einmal Flughafen, Halle. Ich weiß ja nicht, was hier noch alles zu machen ist. Ne? Kann ich dich noch upgraden? 30.000 für ein Upgrade. Batz, oh Gott. Ist ja riesig. Ich kann mir vorstellen, dass ich hier vielleicht noch irgendwas platzieren könnte. Aber okay. Haben wir den Flughafen. Also hier kann dann Flugzeug landen auf dem kurzen Stück, ist in Ordnung. Genau, und der Ölbohrturm. Allerdings ist das mit dem Flughafen ja eher mit dem Drogenhandel zusammen kombiniert. Wobei mich das jetzt halt ehrlich gesagt auch nicht so reizt bei dem Tankstellensimulator. 90.000 kostet dieses Upgrade. Alter, so. Lass uns mal aufs Tablet schauen. Die Tankstelle. Und zwar, wir brauchen einen... was brauchen wir da eigentlich? Gar nichts, ne? Das ist nur die Frage, was bringt mir jetzt eigentlich der Ölturm? Das weiß ich jetzt halt ehrlich gesagt nicht. Also, dass ich wahrscheinlich mein eigenes Benzin dann herstelle oder so. Ich weiß es nicht. Und ich das dann immer kaufen muss. Welchen Betrag? Schon maximal verbessert, ja. 90.000 ist halt hart, ne? Aber es interessiert mich halt. Okay. Tja, keine Ahnung. Jetzt haben wir hier 2,4. Okay, das sind, läuft anscheinend für unseren Sprit, vermute ich jetzt mal. Allerdings wird mir das wahrscheinlich erst sehen, wenn gerade nicht getankt wird. Und das ist äußerst schwierig abzuschätzen. Naja, gut. Ja, aber den Piloten können wir vielleicht einstellen, ne? Oder mal, ne, hier auf Tankstelle. Mitarbeiter. Ach nee, Quatsch, Tankstellenverbesserung. Oder kann ich noch? Nee, kann ich nicht. Also, mehr Mitarbeiter. Hier, 4.000. Dann gehen wir mal auf Mitarbeiter. Farmer, Tankwirt, Mechaniker, Manager, Stocker, Baumeister, Pilot. So, Nate ist angestellt. Ich weiß bloß nicht, ob wir den einmal sehen werden hier. Wie man mit dem in Kontakt tritt oder was weiß ich. Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich lohnt sich der Pilot nicht. Ich denke mal, dass sich der Pilot nur lohnt, wenn du wirklich hier mit Drogen und so weiter handelst. Stocker, Stocker, Stocker. First Pilot, hire your first pilot. Für den Erfolg ist es auf jeden Fall okay.
Schauen wir mal, ob sich hier preismäßig irgendwas. Nee. Also ein paar von den Dingern haben die Mitarbeiter eigentlich schon ins Lager gebracht. Ich weiß nicht. Also die Prio ist wahrscheinlich immer noch einräumen, ne? Das wird wahrscheinlich immer noch die Prio sein, dass die die Sachen einräumen. Wie ist es denn eigentlich da? Die füllen die selten auf, oder? Kann das sein? So. Dann haben wir nochmal 10.000 plus nochmal 600 Trinkgeld. Okay. Wunderbar. So, dann können wir jetzt hier nochmal reinschauen, ob uns jetzt halt noch irgendwas fehlt. Es fehlen die zwei Kassen noch, okay, aber die sind mir egal. Wir haben hier zwei verbleibende Sockel. Okay, dann bestellen wir die mal. Ansonsten sollten wir alles andere haben. Also freie Sockel gibt es jetzt jedenfalls bei den ganzen Sachen nicht mehr, außer hier jetzt. Aber das kann man ja individuell gestalten auch. Auch die Schilder kann man individuell gestalten und die Deko sowieso. Nö, also mehr von den Dingern brauche ich hier auch nicht. Auch bei Hundehütte und Katzenhütte ist klar, ne? Da hätte nur ein einziges gereicht. Ah, they wachsen. 83% Wasserwachstum bei 68. Ich habe jetzt mal die Bude hier vollgeknallt mit den ganzen Betten. Ich habe auch alle Katzendinger hingestellt, wobei, wie gesagt, nur ein einziges gebraucht werden würde. Und Hundehütten, wisst ihr ja auch, ne? Haben wir auch alle aufgestellt. So, lasst mich durch. Außen? Oder ist es innen drin hinten? Ah, hier. Okay, und der andere? Okay, der ist dann da hinten. Das habe ich gar nicht mehr gemerkt, ne? Ja, morgen. Okay. Nice. Warte mal, da kann man zumindest mal ein Upgrade machen oder sowas, dass die. Und hier vielleicht zwei. So, dann haben wir nämlich drei unterschiedliche Automaten da stehen. Insofern finde ich das nicht einmal schlecht, wenn es unterschiedliche gibt. Man muss ja nicht alles gleich machen, aber die schauen auf jeden Fall besser aus, wenn sie bisschen neuer ausgucken, ne? So, und der da wird wieder voll ausgebaut. Wunderbar. Das passt. Die Papierkörbe hier habe ich jetzt halt alle nur auf die zweite Stufe ausgebaut. Die Papierkörbe hier hinten habe ich immer nur auf die erste Stufe ausgebaut. Weil ich denke, das ist ja ausreichend, ne? Die Dinge kann man immer upgraden. Die Bänke könnte man natürlich noch upgraden. Aber dann mache ich jetzt halt nur diese hier. Weil wir brauchen ja noch ein bisschen Geld, um unser Haus auch abzugraden, weil das interessiert mich nämlich auch noch. Und dann sollte es das hier gewesen sein. Glaube ich. Nee, das passt schon. Das passt schon. So, dann holen wir uns ja mal noch das Geld hier. Dann haben wir knappe 31.000. 30.000 kostet ja das Haus zum Upgraden. Und das interessiert mich natürlich auch noch, ne? Ist ganz klar. Kann man die jetzt halt auch noch upgraden? Ja, können aber
Okay, nee. So, machen wir mal 30.000. Einmal Upgrade. Einmal Upgrade. Ansonsten geht da nichts mehr. Garage. Nee, passt. Ja, man kann ja noch mit Autos handeln und so weiter, aber das sind so Kleinigkeiten, die mich eigentlich nicht mehr so richtig interessieren, ne? Drücke zur Verwendung E. Ach so, das ist einfach nur Abstellräumchen. So, wo ist denn da der Eingang? Wo ist denn da die da? So, da steht die Mutti mit ihren Pillen. So, Oma. Jawohl. Und die Frau ist wahrscheinlich jetzt halt oben. Keine Ahnung. Wo sind die Kinder? Ah, die stehen da rum. Ah, und die Frau, die tanzt hier oben. So, bitteschön. Hier ist dein Geschenk. Yay, Dancing, Dancing. So. Gibt es hier auch eine Tür? Da gibt es eine Tür. Oder ist das die Tür? Ah, da ist die Tür. Okay. Naja. Naja. Ich weiß ja nicht. Das ist jetzt sowas, was mich nicht so unbedingt überzeugt. Und dann kann ich noch die fünf Möbel reinstellen, die es gibt, und das war's dann, ne? Weil es gibt ja echt nicht viel. Es ist das da, WC. Ich kann ein Herd reinstellen, Sofa, Lampen. Hausregal, Sessel, Stuhl, Beistelltisch. Nee. Das ist ziemlich witzlos dann, was ich da an Möbeln habe. Weil gerade wenn ich jetzt an Küche denke, habe ich jetzt einen Kühlschrank und habe einen Herd. Toll. Und was ist mit den ganzen anderen Schränken? Die soll ich mir einbilden oder was ist damit? So, die Lampe könnten wir jetzt. Ah, okay. Jetzt gibt es natürlich wieder mehr Plätze für Lampen. Dann ist gut. Ja, das Haus. Es muss einem gefallen, sagen wir mal so. Mir gefällt's nicht. Was haben wir denn? 11:20 Uhr. Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz zurück zur Tankstelle. Schnappen uns noch mal ein bisschen Geld, wenn wir denn auch endlich mal ankommen hier. Da geht's ganz schön rund, ne? Sind schon wieder 5.000 drin, ne? Wahnsinn. So, und jetzt würde es mich natürlich interessieren, ob ich den Piloten noch sehe. Und was mit der Ölpumpe ist. So. Flugzeug irgendwo? Der wird wahrscheinlich nur nachts fliegen, ne? Ah ne, da ist er. Nate wartet auf Arbeit. Pilot. Energie 93. Naja, der schaut eher aus wie ein Soldat als wie ein Pilot, ne? So, und warum habe ich jetzt kein Geld mehr? Wegen Rechnungen oder was? Wahrscheinlich gerade was eingekauft worden. So, drücken und halten Sie E um 41 Öl. Transfer zur Station. 193 Sekunden Übertragungszeit. Left Inc. Right Inc. Ach, das ist, dass ich es verkaufe, ne? Das heißt, ich kann jetzt halt hier Geld verdienen, wenn ich das. Okay. Also kann man da auch noch mal abschätzen, was man an Geld bekommt. Also unterschiedliche Preise dann im Grunde. Das ist interessant. Also ich kann es entweder in die eigene Zapfanlage pumpen oder dann eben verkaufen. Das finde ich interessant.
Wie ist es eigentlich mit dem Strom? Da habe ich auch irgendwann mal einen Kommentar gelesen, dass man den Strom auch verkaufen kann. Was kann ich hier eigentlich machen? Ach, nicht genug Geld. Dann holen wir uns halt immer schneller Geld. Ist bestimmt schon wieder 100, $200 drin. Okay. Okay. Wunderbar. Ich glaube, das Willkommensschild kann man nicht upgraden. Ich glaube, das geht nicht. Nee. Aber das da kann man upgraden. Aha. Sieht definitiv interessanter aus. Das sieht noch interessanter aus. Und das ist noch besser. Ja, doch, gefällt mir. Steht ein bisschen komisch zur Straße hin, oder? Müsste ein bisschen gedreht sein, aber ist okay. Bäume kann man nicht upgraden, ne? Nee. Kann man euch nochmal? Nee, da kann man nur die Farbe ändern. Müll? Nein. Aber wenn, dann machen wir natürlich da beide Schilder schön. Aber wir haben kein Geld mehr. Okay. Auf jeden Fall werden jetzt halt hier langsam mal die Regale voll. Das ist doch auch schon mal gut. Ich glaube, das war schon richtig die Entscheidung, dass ich da ein bisschen mehr jetzt halt immer bestellen lasse. Ja, und das Einzige, was jetzt halt im Grunde noch fehlt, das sind die Ausbauten, ne? Aber ich denke mal, da muss man jetzt halt auch nicht wirklich was sehen. Da sind dann mehr Kunden. Treibstofftankkapazität muss nicht einmal sein, für was? Weil wenn der Manager immer bestellt, wenn wir dabei hier irgendwo sind, wir gehen nie leer mit Treibstoff. Also das ist, denke ich mal, zu viel und übertrieben. Mehr Produktverkauf, okay, kann natürlich besser sein vom Geldverdienst. Noch mehr Mitarbeiter könnte man einstellen, ja, muss aber auch nicht sein. Das hat auch was mit zusätzlichen Verkäufen zu tun und deshalb, dass die Kunden schneller wieder weg sind. Nächster Gesetzentwurf heute, ja, irgendwann heute mal. Ja, und durch das, dass ja der, wie gesagt, Manager immer wieder nachbestellt, brauchen wir da ja nichts, ne? Stimmt, das Einzige, was ich vergessen habe, das sind die WCs. Da kann man natürlich auch noch nachrüsten. Kann man die eigentlich dann auch upgraden? Aha. Und schauen die auch ein wenig schicker aus? Das da auch? Nein. Auch nicht. Nee. Die Dinger kann man nicht upgraden. Wie ist es mit den Toiletten? Okay, also die kann man schon. Das kann man schon ein bisschen schöner machen. Ja, wer kann es nutzen? Alle? Männer, Frauen. Haben wir hier die Frauentoilette? Ja. Wir haben hier die Frauentoilette. Da haben wir gar nichts. Age. Eine Toilette für alle. I. Männer. Gut. Nee, du hast eh kein Geld. Im Grunde wäre es jetzt halt nur noch Ausbauten. Es sind schon wieder 8000 drin, ne? Das geht schon schnell, muss ich sagen. Also alleine, was wir durch die Werkstatt, die Waschanlage reinbekommen und diese ganzen Verkäufe, dann wahrscheinlich hinten auch noch diese Spielautomaten, die noch zusätzliches Geld generieren. Wow, da kommt echt schnell Geld rein, muss ich sagen. Naja, bauen wir halt einmal die Dinger noch aus, die Toiletten, oder? Bestellen wir mal noch das Zeug. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Stück.
WC? Hätte ich gar nicht zählen brauchen, ne? Wird mir ja angezeigt. Dann haben wir noch 4 Waschbecken. Toilettenpapierspender bräuchte man 9 Stück. Liefern lassen wir das zum Lager, bitte. Bestellen wir mal das Zeug. Papierhandtuchspender. Ja. Ist okay. Seifenspender noch 6 Stück. Das müssten wir eigentlich alles uns noch leisten können, ne? Händetrockner haben wir noch 3 Sockel. Und die haben wir schon angebracht. Und dann haben wir noch die hier. Naja gut, und die müssen wir wahrscheinlich auch nicht komplett hinstellen. Dann mache ich jetzt dann auch einmal nur 1. So, bis die Lieferung kommt, können wir das dann mal ausbauen. Wie gern würde ich den Wagen rausschieben, ne? Aber geht halt leider nicht. So. Hat sich aber auch noch keiner beschwert, ne? Da die Toilette, da der Toilettenpapierspender. Wahnsinn. Ja. Bin mal gespannt, wo das ganze Zeug hingeht. So, Papiertuch. Spender. Das müssten die Jungs und Mädels hier einfüllen normalerweise, ne? Da haben wir noch was. Also ich hoffe, ihr seid mir da auch nicht böse, wenn das jetzt heute der letzte Part ist. Aber so ein bisschen bin ich jetzt gerade im Moment satt von dem Spiel. Seifenspender, danke. Aber Spiegel oder sowas gibt's nicht, ne? Nasses Bodenschild? Ach so. So, kann man einfach hier mal mitten reinstellen. Kleiner Bär, Toilette. Wird ja Zeit, ne? Hallo? Mann. Bei manchen funktioniert's, ne? So, zack und schon ist dran. Und bei anderen ist immer ein ewiges Gefummel. Da zum Beispiel. Da muss man dann die richtige Stelle erwischen. Ja, haben wir schon. Da ist der Ausgang. Kleiner Bär. Waschbecken. Genau, das müsste dann noch der Rest gewesen sein. Schauen. Wir müssten normalerweise alles noch ausbauen können. Brauchst du Klopapier? Ja, ich brauche Klopapier, das stimmt. Warum kauft man nicht gleich neue Toiletten? Warum muss man da Gebrauchte reinbekommen? Schau, holen wir erst einmal Geld. ...11.000 schon wieder drin, ne? Alter! Da, so
das Geld kannst du ja gar nicht mehr ausgeben später. Da haben wir schon. So, Toilettenpapier ist sogar schon aufgefüllt. Meine fleißigen Bienchen. Jawohl, die kann man nicht. Das kann man nicht. Waschbecken. So, müsste man eigentlich alles haben. Boah. Wäre definitiv kein Job für mich. So, wir können mal hier noch gucken. Weil wir können ja Spielautomaten ändern. Wir können ja den einen oder anderen mal upgraden. Einfach, dass es ein bisschen unterschiedlich ausschaut. Die kann man nicht. Ist okay. Da kann man ja auch nichts machen. Die sind ausgebaut. Die haben wir schon gemacht. Hello. Hello. Servusle. So, jetzt warte mal. Ich wollte ja auch mal in die Kamera reinschauen. Hier in die... Okay. Das ist nicht einmal, also das ist wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Das ist man aus anderen Spielen anders gewöhnt, ne? Spieler-Upgrades, Bewegungsgeschwindigkeit, Kameraqualität. Die verbessern wir jetzt mal. Einfach um den Unterschied mal zu sehen. Ich denke nicht, dass das mit der Sicherheitskamera was zu... Doch. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das mit der Sicherheitskamera auch zu tun hat. Das ist ja richtig gute Qualität. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Und wie ist es dann mit der Kamera? Mach mal ein Bild. Schauen wir in die Galerie. Das sind schöne Bilder. Doch. Das ist echt gut. Echt gut, hätte ich nicht gedacht. So, was ist mit dir, Max? Du wartest auf Arbeit? So, die Leute kaufen hier aber auch wirklich wie blöd ein, ne? Also die haben teilweise 5, 6, 7 Artikel drauf liegen. Und getankt wird natürlich auch noch wie doof. Wow. Also wenn ich noch einen Blick hätte über das ganze Ding hier, das wäre nicht schlecht. Aber ich glaube, das werde ich nicht hinkriegen. Ich glaube, das haut nicht hin. Ein Bild, wo alles irgendwie drauf ist. Nee. Dann müsste ich, glaube ich, hier ist ganz gut. Dann mache ich jetzt mal. Und zack, dann habe ich wieder den Fehlerbericht. Cool. So, jetzt noch einmal rüber. Zum Ölbohrturm. Ich weiß jetzt auch gar nicht, habe ich das Geld schon bekommen? Habe ich es noch nicht bekommen? Ich habe keinen Plan. Aber da habe ich jetzt halt auch nicht drauf geschaut. Bestimmt ist das Geld schon reingeflattert. Da ist er. Der Weg zieht sich ein bisschen, ne? So, drücken und halten Sie E um 41,8 Öl. 120 Übertragungszeit, 194. Okay. Also hier können wir auf jeden Fall Geld verdienen, ne? Da geht jetzt gerade der Preis runter. Da geht der Preis gerade hoch. Jetzt geht er wieder runter. Okay, aber man kann natürlich hier auch das Ganze ansparen. Und natürlich dann auch in die eigene Tankstelle reinbuttern. Das ist auch ganz gut. Dann spart man sich nämlich den Einkauf für den Sprit. Was ja definitiv besser ist, ne? Puh.
Perfekt. Dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein mit diesem Let's Play angezockt? Keine Ahnung. Mehr interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ihr könnt mir aber auch gerne reinschreiben, wenn ihr noch ein paar 10 wollt. Wenn euch noch irgendwas Bestimmtes interessiert. Aber ich bin ehrlich gesagt satt. Also ich brauche nichts mehr. Gut. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Nicht vergessen, auch ein Abo dazulassen, dass ihr keinen weiteren Part mehr von meinen anderen Let's Plays verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.